Zu hart. Ach, wir sind hier vorne wieder. Okay, das war jetzt nicht ein Klippensprung wie der letzte. Na, dann ging es auch mit dem Moped. Lul. Ich kann in der Luft noch lenken, geil. Fahr doch, die macht bum bum. Es gibt doch Gas, das tut doch weh. Ja, da haben wir jetzt unsere Flugabwehrgeschütze. Wir müssen jetzt eigentlich den Heli von denen da runterholen. Ich war nie hier, ich war nie dort. Jo, du kannst die Karre echt steuern in der Luft. Geil. Oh, 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 lo, 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 lo. Nein, warum, was macht denn ein Bagger hier mitten im Weg? Eine Fluchtbahn. Nein, pfui, aus. Lass das. Nein, ich hasse das. Geh weg. Hier sind wir richtig. Gib mir Deckung. Null. Wo ist denn der Gerät? Tschüss. Pech gehabt. Oh. Gar nicht. Habe ich doch fast alles gehackt. Hat sie Boom gemacht. Wird geschossen da. Und ihr könnt Granaten werfen, das ist Wahnsinn. Ja, ist gut. Ich merke das deutlich, dass ich nicht auf easy zocke. Hier sind wir richtig. Gib mir Deckung. Greife einen Eindringling an. Dann greif doch. Du kommst hier nicht rein. Halte die Augen offen. Was machst du denn da? Ich kann dich nicht treffen. Ist das mies. Aus meiner Reichweite. Okay, Zielerfassungscomputer gehackt. Jetzt zu den Zugangsschlüsseln. Okay, wenn ich versuche, die Dinger zu sprengen, geht das nicht. Miese Brise. Wo ist denn der Kurze? Da hinten an der Ecke. Wer macht hier? Stirb leise, Chantal. Der ist echt wieder aus der Reichweite. Was ist denn das? Miese Biese. Und da war schon wieder so eine Idee an der Wand.
Hallo, kleiner Freund. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Iaiaio. Weil Spaß macht. Kleine geht mir um Keks. Na danke. Alter. Ei, leise. Bum bum. Bum 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 bum. Schlechte Idee. Ich hab's gesehen. Kann man noch da ablesen. Was machen die Truppen da? Außer rumgammeln? Ihr Säcke! Sind die denn alle? Die schwatzen, aber ich glaube, die haben sich irgendwo versteckt. Sind Feiglöcher. Löcher. Locher. Locher. Okay, die haben die Geschütze besetzt. Läuft. Alter. Dem Kleinen geht's soweit gut. Na, ich kann die Idee noch... Ja, wurde heute Morgen, ne? Hättest du mal besser gesagt, du wärst krank. Schwein war. Das war's. Siehst du, ich hab keine Scheiße gebaut, Kumpel. Hör mal. Hey, schalte sie einfach aus. Feuer die Raketen ab. Alle. Das ist am besten, oder? Bum bum. Bum 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 bum. Okay. Danke für die Warnung. Das war's. Sehr gut. Wir haben gewonnen. Nein, ist der falsche Knopf. So rum. Müssen wir noch irgendwelche Truppen voranschicken? Hm, nö. Krieg ich ja auch nicht die Meldung. Hier, Truppen sind ready. Ich glaube, ich habe die alle versemmelt. Weitere Truppen. Okay. Piep, 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 piep. Warte mal, gibt's hier nicht noch da? San Diego? Heli-Überprüfung. Trainierst, feindliche Sabotage verhinderst. Drohnenaktivitäten. Ah, das ist die Bekloppte? Ja, nee, klar. Jeden Ruin. Langsam blicke ich durch das Menü endlich mal durch. Verfolgen. Donnerbüchsen Agency Notsignal. Und ich brauche einen Schnelltransport. Jetzt funktioniert das. Fortuna ist immer ein guter Name. Lass mich fallen. Mach die Schweine da unten fertig, Kumpel. E? Können wir länger gleiten? Na, zieh, zieh, zieh die Nase hoch. So ist gut. Ach, Mist. Und falsch schon wieder einziehen. Und jetzt gucken wir mal, was das Agency-Signal von uns will. Platsch. Außer Fettfleck nichts gewesen. Uff. Guten Morgen.
Moin, örtliche Inspektion. Keine Waffe, das Nieten. Rät. Ist es das? Mhm. Laut der Daten, die du erhalten hast, erzeugt die Ionspule hier positiv geladene Luftströme zur Stimulation elektrischer Stürme. Das Ding erzeugt Blitze? Nein. Es erzeugt eine positive Ladung, die eine negative Ladung anzieht. Also trifft der Blitz nur die Ionenspule und sonst nichts anderes um sie herum. Also absorbiert es Blitze. Wie schaffen wir das Teil hier raus? Wir müssen am Sicherungssystem vorbeikommen. Das Gelände wird durch Blitzableiter geschützt. Aktiviere sie und das System wird die Spule entsichern. Blitzableiter? Du hast doch gesagt, das Ding absorbiert Blitze. Mira sagt, es geht. Also geht's auch. Ich wollte sie nur ein bisschen verarschen. Dann fahre ich mal die Blitzableiter hoch. Irgendwie kam man früher einfacher mit ihm aus. Wir verstehen uns gut. Komm schon, gehen wir rein. Vor allem Rico, nicht du. Ich. Du lässt dich nur steuern, du faulen Sack. So, mein Job ist... Der Sturm kommt näher. Fahr die Blitzableiter hoch, dann sollte das Sicherungssystem die Spule freigeben. Ja, die Kacke will ich loswerden. Oh scheiße, ich habe meine Waffenkiste gerade weggejagt. Okay. Wie dämlich kann man denn sein? Ach komm, Rico. Geht doch. Hab den ersten Blitzableiter. Da muss ein Trennschalter sein, der fährt den Ableiter nach oben. Wow. Mann, der ist aber heute lahm. Shift ist halt Zoom. Hier gibt's kein Shift Run. Ja, so ein Ding wieder. Kennen wir. Wupp, wupp, wupp. Bin also im Arsch. In der Nähe eines aktiven Blitzableiters bist du vor Blitzen geschützt. Und wenn ich etwas weiter weg bin? Dann. Ohne eine positive Ladung wird die negative Ladung. Und falls du denkst, du wirst vom Blitz getroffen, beweg dich so schnell und so weit du kannst. Schnell bewegen. Verstanden. Wie läuft es da draußen so? Ach gut. Ist etwas feucht. Hast du deinen Fallschirm mal wie einen Poncho benutzt? Gegen die Blitze hilft er natürlich nicht, aber... Sheldon! Ach, ich hab die Raketen an. Muss mal wechseln, so. Der ist auch oben. Nur noch einer. Ja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Muss mich wohl britzeln lassen. Dann mal los. Luftunterstützung ist unterwegs. Ey. Mann, Rico, alles klar? Oh, ja. Hat gekribbelt. Alles bestens. Hat gekribbelt in meinem Bauchnabel. Arschloch. Dich ab zur Konsole. Nein, nein. Ja, wenn der Blitz einschlägt, musst du schnell sein, Kleiner. Eine Ionenspule kommt sofort. Aber die Blitzableiter sind wieder unten. Scheiße. Es gibt irgendein Problem. Warte. Solange du bei der Spule bleibst, bist du sicher. Denn sie absorbiert Blitze, Rico. Klappe halten und Schalter umlegen. Okay, das war's. Danke. Rico, es gibt einen Fehler in der Hardware.
die Blitzableiter über die Konsole da anzusteuern. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wacht! Okay, ich hab's. Blitzableiter fahren wieder hoch. Das sollte reichen. Dann holen wir mal die Spule raus. Oh ja, wir haben's geschafft. Ja, gutes Teamwork, Sheldon. Und jetzt gib mir ein Handtuch. Ist dir kalt? Hier. Los, komm schon, Kleiner. Ich halte meinen Teil der Abmachung. Wir beide haben noch einen langen Weg vor uns. Mhm. Ein paar abgesetzte Diktatoren später und du bist immer noch so ein Arschloch wie mit 17. Wäre ich 17, würde ich jetzt nicht so mitgenommen aussehen. Damals hast du dich angezogen wie ein mexikanischer Johnny Cash. Hast du was gegen Johnny Cash? Nein. Ich habe nichts gegen Johnny Cash. Allerdings sind die Klamotten eher unpraktisch für einen Krieg. Wie du meinst, Hawaii-Hemdchen. Hast du etwas gegen Hawaii-Hemden? Hey, sind nur ein bisschen unpraktisch für einen Krieg. Gib her. Diese Anspielung auf Far Cry 1. Das würde auch mal Bock machen. Okay. Stella Ritter voller Watter. Soll ich sichern? Mhm. Nö, ist nicht. Jaras. Das ist die Voraussetzung. Verschiebe die Front durch die Benachrichtigung der Region. Was? Die Front durch eine benachbarte Region nach vorne. Oh, hier, Akatula. Aber Akatula ist ja schon. Ashaka geht auch nicht. Minya. Ist denn die verfluchte Front jetzt hin? Hm. Abukala? Nein, jetzt auch nicht. Oder? Nö. Ja, okay. Oder bin ich in dem Menüpunkt, wo man die Front nicht sehen kann? Regionsangriffe, ja genau. Hier muss man das wohl machen. Okay, dann werden wir uns die Übernahme gönnen. Dürfen wir wieder zum Arsch der Welt, ne? Warte mal, warte mal. Gib mir mal 2 oder 3 oder 4 Sekunden. Bereit? Bombenabstimmung, wo waren wir denn eben? Da, ne? Verfolgen wir einfach den und sagen, es ist nichts in der Nähe, bringt uns nichts. Hier wäre was in der Nähe. Dann verfolgen wir den und lassen uns dahin. Ja, ja, Fortuna. Glücksgöttin. Ja, die Jets haben uns besorgt. So, lass mich raus. Bis später, Rico. Jo, hau rein. Oh, oh. Wird langsam dunkel, ne? Tageszeitwechsel sind echt crazy lang. Voll cool. Komm, hier so ein bisschen. Oh. Da wäre die Nudel fast ab. Okay, Rico. Du bist in der Nähe einer Radaranlage der Schwarzen Hand. Jo. Ojo del Desierto. Okay. Sie nutzen sie, um die gesamte Region zu überwachen. Irgendeine Idee, wie wir sie ausschalten? Na klar.
Einer unserer Hacker hat die Basis bereits infiltriert und wartet auf weitere Anweisungen. Was sonst? Ich melde mich, wenn ich in der Nähe der Basis bin. Und Absprung. Ui. Und das kannst du alles auch ohne Schnellreise und ohne Ladezeiten bereisen. Voll genial. Und der Rechner chillt einfach dabei, ne? Der Hammer. Ja gut, das Spiel hat ja auch so ein paar Jährchen, aber es war früher auch nicht anders. Sargento, stell mich zu deinem Hacker durch. Meine Hardware ist ja aus der Zeit. Alles klar, Rico? Diese Basis wird durch Raketenwerfer geschützt. Wenn die Armee zu nah rankommt, dann wäre das gar nicht gut. Wo soll ich anfangen? Okay, wir müssen die Raketen in Feuerposition bringen. Dann hacke ich mich in die Einrichtung und feuere sie ab. Ganz einfach. Schon wieder? Meinst. Jeder Raketenwerfer wird durch zwei Generatoren gesichert. Mhm. Du musst sie zerstören, um die Werfer in Position zu bringen. Okay. Wir hüpfen mal darüber. Mal die AG-Brille an. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Nie wahr. Bestätigt. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Helikopter im Anflug. Begeben mich zum Einsatzgebiet. Mach das Loch auf. Na. Ich will der Gerät. Nein, der Gerät will ich nicht. Ist ein Granatwerfer. Auch doof. Du Sack. Schlimmer als ein Kaninchen mit Durchfall. Na mal. Bayern hat auch gesagt, ne? War nie hier. Und tschüss. Uff. Scheiß Waffe. Mach mal die AG-Brille an, danke. Gedanken, der Gedanken, der Gedanken liegen hier überall rum. In der Waffenkiste aufgesessen oder was? Sollten es nicht immer zwei sein? Hallo? Schön aufmachen, dann kann auch eine Kugel rein. Tschüss. Na also. Cool. Ach, endlich. Wieder was, was Bum Bum macht. Jo, ist nur einer. Na dann du darüber. Und tschüss. Ah, stopp, ich habe da was gesehen, das muss man mitnehmen. Reiß die Klappe weg. Ein Generatorenpaar ist ausgeschaltet. Na also, wird und aber nicht angezeigt. Ey, die muss ich aber mitnehmen. Oh. Ich flieg weiter. Schön. Zieh schneller. Abwurf. Absprung. Satz. X. 3. Ja, wo laufen sie denn? Na genau da.
Tschüss. Okay. Wow. Ich muss aber noch eingeben. Und tschüss. Bin mal weg. Okay, dann los. Okay, ich habe mich in einer Garage nahe des Eingangs. Ach du schon wieder mit deiner Garage. Ich komme raus, wenn du da bist. Hup einfach, das ist unser Signal. Mal richtig dreist sein? Mal gucken, ob er einsteigt. Ja, geh doch mal da runter. Danke. Abfahrt. Hey, Zentrale! Er ist in einem Helikopter! Wir haben verstanden. Okay, ich bin weg. Okay, also... Uff. Sicherheitstest-Heli nicht bestanden. Alter, hier ist Party. Wow. Was ist das denn für eine Karre? Ja, praktischerweise steht hier auch schon ein Auto. Komm rein. Schneller, schneller. Idiot. Wow. Braucht eine neue Waffe. Diese Superknarren da hinten. Ich weiß nicht, wie ich die ausschalte. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay. Bin schon auf dem Weg. Die Konsole, auf die ich Zugriff brauche, ist am nördlichen Ende der Basis, am Meer. Also los. Nie ohne Seife waschen, also bei mir. Ihr solltet euch ein neues Signal überlegen. Was meinst du? Ja, es hupt halt nur jemand, oder? Ja. Keine besondere Abfolge oder so? Nein. Wenn ein Soldat der schwarzen Hand also aus irgendeinem Grund vor der Garage gehupt hätte, wärst du dann auch gleich rausgekommen? Man lernt aus seinen Fehlern, würde ich sagen. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Bestätigt. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Keiner da. In Kanada. Bisschen Busch mitnehmen zur Tarnung. Ja. Gegner befindet sich in einem Landfahrzeug. Nee, das ist ein Wasserfahrzeug. Siehst du das nicht? Wir fahren gerade übers Meer, du Depp. Ein Panzer, aber da steigt der Kleine nicht ein. Es ist Hubschrauberunterstützung zu dir unterwegs, Bruder. Ja, danke, Rudi. Autschen. Und jetzt? Warum ist denn der rausgefahren? Also. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach dem Waffen. Und er hat Boom gemacht. Tschüss.
Komm. Bum, 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 bum. Und tschüss. Wir fangen nochmal neu an. Nee, ist richtig. Okay. Tschüss. Ich hab keine Zeit. Na, 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 na. Hör doch auf. Nein. Ja. Na. Uiuiuiuiuiuiui. Okay. Und jetzt? Okay, hier ist gut. Lass mich raus. Ich soll hier ein Knöpfchen drücken, wetten? Nö, macht der da? Na, dann drück du mal Knöpfchen. Hätte ich auch gekonnt. Drückst ja eh immer nur W, A, S und D. Und ab und zu mal F1, weil du Hilfe brauchst. Ich mag die nicht. Zeit, was in die Luft zu jagen. Oh. Oh. Böse Gerät. Ich glaube, das nennt man Overkill. Wer macht denn hier? Ja, ich bin leer. Und jetzt? Warte mal. Wie weiter? Was denn jetzt? Ja klar, kann überhaupt nicht explodieren, hier läuft schon. Okay, ist nicht machbar. Uff. Tut aber mächtig weh. Ja, jetzt ist er ganz runter. Hm. Was los? Wo? Nein, das ist hier, oh, wie so ein Inkontinenzkaninchen. Inkontinentia. Der Spaß beginnt. Ja, die kommen eh wieder von hinten. Sag ich doch. Hab ein paar Truppen zu deiner Unterstützung losgeschickt. Na, merci. Als nichts Brauchbares.
und tschüss. Oh, boom. Kann ich jetzt den Raketen-Johnny mal loswerden? Rotflinte, nein. Ja, nehmen wir die da. Ja, dann hau rein da. Sehr gut. Ich kann von hier aus alles sehen. Wunderschön. Das war's, wa? Du hast mir gerade die Muni geklaut, du Schlumpf. Wo bist du denn? Das Theater lohnt sich allerdings nicht, gibt keine EP. Haben wir jetzt? Obvissima. Nein. So, haben wir Mucciacchetti befreit oder wie? Ja, okay. Ja, jetzt müssen wir dahin. Haben wir hier noch so ein Reise beitreten? Fortuna, meine Liebste, komm ran da. Yep, drop it. Vielen Dank, dass Sie mit der Armee des Chaos geflogen sind. Jo. Uff. Da habe ich aber noch einen weiten Weg vor mir.